Hallo, liebe Freunde des gepflegten Taktik- und Strategiespielspaßes und willkommen zur nächsten Folge von Regiments in der Operation Blindenwache oder Blinde Wache. In der ersten Etappe, in der zweiten Phase, die wir jetzt spielen, und wir müssen jetzt noch einen zweiten Punkt angreifen und dort mindestens 12 Einheiten zerstören. Das hat am Anfang jetzt in der ersten Phase ganz gut geklappt. Wir frischen mal unsere Einheiten auf und haben jetzt noch 200 Operationspunkte zur Verfügung. Jetzt ist die Frage, was wir damit machen. 100 Punkte könnten wir zur Aufwertung von denen hier nehmen. Das Blöde ist, ich würde gerne gucken, was die Fuchsjäger können, aber das kann ich nicht. Ich kann das jetzt nur upgraden für 100 Punkte. Die Frage ist, ob wir die brauchen, weil wir ja im Grunde auch schon 3 Panzereinheiten haben. Ich würde jetzt mal, wir könnten auch noch eine weitere Kampfgruppe, wobei hier ist die Frage, welche man dann nimmt. Hier kriegen wir auch nochmal Fuchsjäger. Hier kriegen wir Alpha-Jets mit 2x Clusterbomben. Das ist natürlich nice. Wobei die Frage mal ist, wie viel Flugabwehr hat der Gegner. Wir haben 200 Punkte. Ich würde jetzt tatsächlich 25 Punkte für mehr Nachschub nehmen, 75 Punkte für mehr Einsatzpunkte und 100 Punkte, um hier die Fuchsjäger dazu zu erhalten. So, wir müssen jetzt, kann man das irgendwo mal sehen, was unsere Einsatzziele sind? Ne, wir haben bloß hier die Phasen entsprechend. Überfall. Während des Gefechts zu Mittag war ein ostdeutsche BM21 MLRS-Bataillon entscheidend für die Überwältigung der Grenzschutztruppen. Wir haben seine ungefähre Position für den Nachschub auswendig gemacht, nutzt den Schutz der Nacht, um so viele Raketenwerfer wie möglich auszuschalten. Okay. Das waren die Artillerien, die wir da gesehen haben. Aber wir kriegen nicht nochmal die Info, was wir jetzt genau machen sollen. Das fehlt hier so ein bisschen. Ne? Egal. Wir gehen in die nächste Phase, müssen noch ein Event auswählen. Jetzt hatten wir ja gerade eingeschränkte Kommando-Einheitenreichweite. Reduzierte Geschwindigkeit für alle Einheiten. Das finde ich ehrlich gesagt doof, aber wir nehmen erstmal die negativen Sachen, dann haben wir sie nämlich weg und können sie zu späteren Zeitpunkten dann besser mit den positiven arbeiten. Wobei ja, wir wissen ja, wenn alle Events aufgebraucht sind, dann kommen neue Karten. Das müssen wir mal kurz einen Überblick. So, wir müssen... Zerstören Sie alle Ziele auf Friedland. Das ist hier oben. Da müssen wir uns also durch den Wald durchkämpfen. Hügel 68 hatten wir jetzt ja beim letzten Mal schon angegriffen. Ach, du ahnst es nicht. Was haben wir denn hier? Huch! Da habe ich natürlich keinen Bock drauf. So, wir machen erstmal das Leuchtfeuer hier. Damit die besser angegriffen werden können. Die Jaguars bewegen sich erstmal ein Stück weiter vor. Jetzt regnet es auch noch. Da kommt auch direkt wieder die Artillerie von ihm. Ach, du bist so nervig. Pass mal auf hier. So, er hier geht auf nicht schießen. Da lang. Halt, warte mal. Da lang, da lang, da lang, da lang, da lang, da lang. Hallo, da lang und da lang. Und dann bitte dich in die Richtung ausrichten. So, ihr müsst weiter nach vorne. Unser Nachschub fehlt. Zack. Und jetzt haben wir noch 225 Punkte. Die Fuchsjäger, die kommen also mit einem Truppentransporter Fuchs und haben 4x Panzerabwehr dabei. Wir könnten aber auch noch uns einen Leo 2A1 jetzt rufen für 125. Ach, passt sogar beides. Okay, pass mal auf. Dann der Leo da lang. Die Jäger da lang. So,
So, die Jaguar sind gespottet. Wir countern dort die letzte Position seiner Artillerie. Das hat anscheinend nicht viel gebracht. Die schießt da fröhlich weiter. So, und die hier sind echt gut eingegraben. In welche Richtung sind die denn ausgerichtet? Die gucken eigentlich gar nicht zu uns. Und trotzdem haben da unsere... Wie weit ist denn das weg? Naja, 1800 Meter. Die Jaguar fahren wir noch ein Stück weiter ran. Da kein gutes Ziel, die Panzer. So, wir greifen da seine Artillerie an. So, wir haben die jetzt endlich rausgenommen. Das heißt, wir können weiter vorrücken. Bevor uns da die Artillerie noch weiter nervt. So, und dann geht die nämlich jetzt auch raus. So, unsere Arti hört mal auf mit Schießen. Wie sieht's hier hinten aus? Die sind in Panik. Und unser Lux nimmt die raus, hoffentlich. Ja, sehr gut. Okay, und geht dann erstmal hier hin und dann dahin. So wie es geplant war. So, jetzt können wir aber hier mal das Gegenfeuer machen. Unsere Luchse gehen auf nicht schießen, gehen mal dahin. Ich brauche hier jetzt mal Leuchtfeuer, um die da besser zu spotten. Die hier sind auf dem Weg. Wir countern da seine RT. Da sind weiter kommt die von da aus ran? Nee. Die sind eingegraben und gucken aber in die falsche Richtung. Das ist insofern gut für uns. Unsere Artillerie schießt mal auf die. Und wir nehmen sie aber auch direkt unter Feuer. Oh, die stehen doch immer noch da. Ernsthaft? Du nervst. Wirklich. Du nervst da. So, Leo 1A5, Feuer frei. Zone captured. Welche Zone? Ach, da oben. Ja, okay, gut. Der bewegt sich, also dass er seine Art hier aus dem Counterfeuer nicht rausnimmt, ist echt strange. So, die lebt immer noch. So, ich mache jetzt mal das Leuchtfeuer so. So, wo bleibt denn der Supply? Der muss unbedingt hier hoch. So, endlich ist die Art hier raus. Jetzt können die Leos hier weiter angreifen. Ey, die sind übel eingegraben, ne? Da kommt jetzt unsere Artillerie. Wir versuchen mal den Sumpf noch mit einzunehmen. Und wie gesagt, der Supply muss hier hoch.
So, die laden sich ein, gehen hier rein, die Leos gehen da rein, der Lux geht da rein. Wobei die Frage jetzt tatsächlich ist, die Marder gehen mal dahin, die Luchse gehen mal dahin. Wie wir hier noch Querfeuer kriegen können. Aber wenn wir Sumpf Süd erstmal einnehmen, wäre das schon mal geil. Die Leos drehen sich mal in die... Okay, Truppentransporter Fuchs ist unter Feuer. Die laden sich aus. Die Leos gehen in den Angriff. Komm, wir brauchen noch einen Punkt, dann können wir... Ach, guck mal. Dann können wir hier einen Artillerieschlag draufsetzen. So, da ist ein Ziel, das ist schon mal wichtig. Die Marder greifen hier die T-72er an. Die Leos kloppen sich mit den T-72ern. Ah, das ist die Leo 1 sind natürlich gegen die T-72er nicht so geil wie die Leo 2. Das haben wir ja auch schon mal gesehen, dass die Leo 2 echt... Also vor allem die 2A4, die wir dann als Top-Produkt kriegen, die sind echt übel. Sehr schön, das sieht gut aus hier. Zone captured. So, wir haben Sumpf Süd eingenommen. Und wir haben von Friedland... Nein, noch nicht. Okay, hier, die finden... Die haben bald keine Munition mehr. Können wir die aufreiben? Geil. So, Angriff. So, unsere Arti hört mal auf. Die laden sich wieder ein. Stellen sich dahin. Die Leo gehen da hoch. Die Arti geht da hoch, der Gepard geht da hoch, der Supply Truck ist jetzt da, kann die Jaguar... Scheiße. Okay, stopp. Zurück. Wir können da jetzt keinen Artillerieschlag draufsetzen. Und wir stehen natürlich frontal zu denen, was natürlich ziemlich blöd ist. Das sind aber nur BMP-1 und T-55er. So, die Lux gehen mal da lang. Die T-55er scheinen schon in Panik zu sein. Das ist gut. So, jetzt gehen die... Warte mal, die gehen mal hier über die Flanke. Der Jaguar geht da rein, der Supply geht mal bitte da, dahinter. Und wir greifen dort mit den die Artillerie an, die eigentlich das Hauptziel ist, mit unseren Luchsen. So, geil, die T-55er sind raus. Das gibt Victory Points. Objective completed. Perfekt. So, und jetzt können wir aber natürlich die restliche Zeit noch nutzen, um Punkte einzunehmen, ne? Okay, jetzt kommt ein Gegenangriff. Die Frage ist natürlich, von wo kommt der jetzt? Wir stellen die mal hier auf. Und die Fuchsjäger gehen mal mit hier rüber. So, die Jaguars. Naja, wir lassen sie erstmal alle auffrischen. Dann nehmen wir Friedland noch ein. Wie gesagt, die Hauptbedingungen haben wir ja schon gemacht. Von daher müssen wir uns jetzt hier keine großen Sorgen machen. Von hier drüben wird der Gegenangriff vermutlich nicht kommen. Ich ziehe die mal hier hin. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob die von dort kommen oder ob der Gegenangriff halt von hier kommt.
So, der Gepard geht mal auch mit zurück. So, Leo 1, A5. Voll. Die Marder greifen an. Die Lux gehen dahin. Ach, guck mal. Countert er jetzt echt da rein? Du Made. Du kleines Stück nervige Kacke. Da kommt der Gegenangriff, okay. Tatsächlich steht da noch einiges. Alter Falter. Wir countern mal die Artillerie, weil die ist jetzt am gefährlichsten mit für uns. Die Marder machen da echt einen geilen Job. So, die gehen mal auf Sammeln, damit die hier auch gut weiterkämpfen. Alter, geiler Angriff. Oder beziehungsweise geile Abwehr einfach. Da wollte er mich schön im Wald überraschen und hat überhaupt keine Chance. So, dann nehmen wir uns den Punkt noch. Die Jaguar gehen gleich mal darüber. Die Marder gehen auf nicht schießen. Die gehen auf einladen. Da sind noch mehr eingegraben. Die Leo gehen mal zurück. Pushen da hier gleich in die gegnerische Artillerie rein. Aber die Marder gehen mal mit dahin. Hätte echt gedacht, dass der Gegenangriff von woanders kommt. Aber okay. Hier steht noch was. Oh, 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 oh. Ja, okay, das bringt nichts. Komm, wir kümmern uns um den Punkt. Da hinten gibt es eh nichts mehr zu holen. Dann holen wir uns immer noch die 25 Punkte hier. Knallen damit unsere Artillerie drauf. Der Supply Truck zieht nach. Der Gepard, geil. Kam das jetzt von uns, der?
kam das Leuchtfeuer jetzt von mir? Die sind schon in Panik, sehr gut. Perfekt, die gehen raus. Der Gepard drückt nach, die Marder laden sich ein. Nachrücken, nachrücken. Und was haben wir jetzt noch? Wir haben noch die zwei Punkte. Ach, von wegen Gegenangriff nur auf einer Seite. Da kommt tatsächlich noch was aus der anderen Flanke. Das ist natürlich jetzt tricky, das abzuwehren. Das wird nicht ganz so einfach. Frage ist, ob es sich jetzt lohnt, die... Was sind das für Panzer? T-72er. Gut, das müssen sie irgendwie so kämpfen. Die Lux gehen mal hier hin. Der Gepard rückt nach. Unsere Artie hört mal auf mit Schießen. Die machen da aber nicht viel. Die Leos ziehen sich zurück, das ist okay. Zone captured. So, wie viele Minuten haben wir noch? 5. So, die sind in Panik. Sehr schön. Und jetzt können wir mit dem Artillerieschlag hier auf die drauf schießen. Weil die scheinen sich aktuell nicht zu bewegen. Unsere Einheiten, unsere Scouts sind da nicht aufgeklärt. Von daher alles prima. Dann können wir uns hier auch an den nächsten Punkt ranwagen. Die Jaguar hier vorne ran, der Gepard da ran. Wir nutzen die letzten Supply-Punkte hier für unsere Leos und für unsere Marder. Und für die Artillerie. Ist auch blöd, dass man hier nicht auswählen kann, ob man nur Belastbarkeit oder Munition aufmunitionieren will. Weil jetzt seht ihr schon, was passiert. Wir ziehen quasi das Ding leer. So, die Marder werden wieder aufgefrischt. Die Artillerie hat wieder Munition. Die Leos sind aber noch unter Beschuss. Na los. Aber das sieht gut aus. Wir könnten jetzt sogar mal... Ja, gutes Ablenkungsmanöver. Dadurch können die... Kommen die Leos an die Seitenpanzerung ran. Perfekt. Gut, dann kümmern wir uns in den letzten Minuten hier noch um die. Der Supply Truck, den Iwak nehmen wir mal. Mal gucken, ob der die Leuchtrakete da was aufmachen kann. Beziehungsweise mehr Sicht bietet. Oder ob da gar nichts mehr drin steht. Wisst ihr, was wir mal machen? Wir bringen mal die Artillerie hier oben in Stellung. Damit wir gegebenenfalls... Wobei, die kann das mal... Da steht noch was im Backup.
Ja. Zwei Minuten noch. Keine Ahnung, was... Da steht richtig viel noch. Panzer. Nochmal Panzer. Okay, in die Art, die geht hier hoch. Wir könnten den Lux auch mal direkt hier hochschicken. Marder, nehmen den Punkt ein. Kriegen wir alle Punkte? Das wäre natürlich übel geil. Guck mal. Ah, jetzt kommt Flugabwehr. Tatsächlich, jetzt kommt Flugabwehr. Beziehungsweise jetzt kommt der Angriff. Oh, der hat aber wehgetan auf unsere Geparden. So, da lang. So, Artillerieschlag drauf. Ich will den Punkt jetzt noch haben. Eine Minute noch. Los, kommt schon, schnell. Rainer! Das sind noch mehr. Das wird knapp. Ich glaube, das schaffen wir nicht mehr. T-55er. Aus die Distanz sind ja auch für die Leo 1 A5 gefährlich. Aber sie machen ihren Job. So, kommen noch 25 Sekunden. Oh, das wird knapp. Die Scouts gehen raus. 17 Sekunden. Ich weiß nicht, ob hier mehr Einheiten in dem Feld drin stehen. Ob das umso schneller der Punkt eingenommen wird. Oh, oh, oh. Komm, komm, komm. Komm, you can do it. You can do it. 3, 2. Zone capture. Yes! Alle Punkte eingenommen. Perfekt. So, wir gucken mal auf unsere Verluste. 13 Tote haben wir hier in dieser Phase gehabt. 37 Verwundete, 4 sind vermisst. Insgesamt haben wir 54 Verluste an Personal hinnehmen müssen. Der Gegner hat hier in dieser Phase 122 Tote, 329 Verwundete und 18 Vermisste. Insgesamt 469 Personalverlust. Wir haben 3 Fahrzeuge verloren in dieser Phase. Der Gegner hat in dieser Phase 79 Fahrzeuge verloren. Ich glaube... Das war ganz gut und so langsam bekomme ich wirklich ein Gefühl dafür, wie man welche Einheiten einsetzen muss, beziehungsweise wie man das Spiel auch spielen muss. Sehr schön. Damit haben wir die Etappe 1 hier jetzt abgeschlossen mit der Phase 2 in diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst dem Video einen Daumen nach oben da. Mein Dank geht raus an meine kleinen und großen Kanalunterstützer. Name nicht genannt. Kulle, Gorwin, Cortano, Game One Fan, Moment, wo geht's weiter? Und Yukon, ich glaube, das habe ich alle. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao. Euer O'Hare.